Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Upcycling-Naturwerkstatt. Ich möchte ganz gern mit euch Kerzendeko machen. Kleine Kränze habe ich schon vorbereitet. Mit Naturmaterialien. Dann aufgefüllt, einfach, simpel, schnell. Für eine tolle Tischdeko oder für ein kleines Mini-Geschenk, so wie du das meinst. Und vielleicht interessiert es dich und wir können zusammen kreativ sein. Du brauchst dazu nicht viel, vielleicht alte Formen, gehen aber auch kleine Tellerchen, Korken. Meine Idee, wie man das am besten befestigen kann, mit Tipps und Tricks gibt es natürlich dazu. Und dann legen wir einfach mal los. So, jetzt habe ich viel vorbereitet, die Kerzen sitzen. Teilweise habe ich sie so ein bisschen angeräuchert, wegen so einem Nostalgie-Flair. Kränze gewickelt in verschiedenen Größen. Und jetzt fülle ich das aus mit Heu oder anderen Koniferen. Immergrün und dekoriere weiter. Wie befestige ich sicher Kerzen zum Ausdekorieren ohne Kerzenständer? Einfach gemacht, simpel gemacht mit Tipps und Tricks für Stumpenkerzen, für Stabkerzen, klein und groß. Und so einfach geht's. Ihr seht, hier liegt nicht viel. Ich habe alte Backförmchen aus Metall in Korken. Ein Holzbrett und dann schneide ich den Korken einfach mal mitten durch. Vorsichtig, Messer ist scharf. Ein Korken geht wirklich am allerbesten, egal welches Material. Und dann habe ich hier einen guten Kleber. Heißkleber funktioniert nicht, weil es muss wirklich bombig sitzen. Und da muss so ein Kraftkleber dabei oder ein Silikonkleber oder gleich Silikon. Falsche Seite genommen, aber egal. Sieht man da nicht. So. Na, und dann kleben wir das auf. Die Tobe will wieder mehr als ich. Wichtig ist dabei, mittig, und es muss über Nacht trocknen und es muss beschwert werden, dass da wirklich Druck drauf kommt. Ich nehme da mal den Holzteller, lege den oben drauf und noch was Schweres, eine Wasserflasche oder so, und dann muss es trocknen, wie gesagt, über Nacht. So, wie geht's weiter? Ich habe schon mal eine Kerze hingestellt. Auch das ist eine Bastelidee von mir. Mit vielen anderen Sachen. Und dann habe ich einen wirklich stabilen Draht. Einen richtig stabilen, aber sehr dünnen Draht. Kerzen. So, und die will ich ja da drauf kriegen. Und dann mache ich das so. Ich mache den Draht heiß. Ich lasse den erstmal lang. Richtig heiß, 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 heiß. Und dann stecke ich mir den in die Kerze hinein. Ja, auch nicht heiß genug. Der geht nicht weit genug rein. Aber Prinzip ist erstmal verstanden. Wirklich weit reinschieben und dann abzwicken vorsichtig. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Und ich mache es jetzt nochmal heißer und nochmal neu rein. So, ich zwick den Draht dann ab. Nicht länger, als wie der Korken lang ist. Rest kann ich natürlich da noch nehmen. Wenn ihr das Verfahren macht, bei Stumpfkerzen müssen zwei oder drei Drähte reingemacht werden und die dann festgesteckt. So, und dann nehme ich entweder einen Mini-Bohrer oder eine dicke Nadel. Den Draht kann ich schwer nehmen, weil der würde sich verbiegen. Und dann mache ich mir ein Loch hier rein. Bisschen Kleber dann. Und dann stecke ich die Kerze ganz, ganz feste in den Korken hinein. Wenn ihr hochwertige Stumpenkerzen habt und wollt das auch ausführen, nehmt wirklich den feinsten Bohrer, den ihr habt, und bohrt vorsichtig vor. Nicht, dass denen was passiert, wäre schade drum. Bei so kleinen Kerzen geht es bombig. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, bis es heiß ist. Löcher habe ich schon gemacht. Upsi,
Sorry. Und dann mache ich manchmal, also ganz gerne noch mal ein bisschen Kleber dran und dann ab hinein in den Korken. Das mit dem Korken ist meine Idee. Was auch ganz gut geht, wenn ihr vielleicht, so blöd wie es sich anhört, eckige Perlen habt, die aufliegen. Nicht runde, sondern eckige gibt es ja, ne? Also die zwar in sich rund sind, aber eine flache Seite haben, wie halt der Korken hier. Die kann man auch nehmen, wenn man sie wirklich gut anklebt. Und dann, wenn das Loch größer ist von der Perle, das mit Kleber ausfüllt. Ist ja kein Problem, dann immer ein bisschen mehr Heißkleber und gut hat sich die Sache dann. Und so geht das ganz einfach: Kerzen einfügen. Noch eine Idee. Wenn ihr zum Beispiel eine Kastenform habt, zum Backen, die Brotform aus Metall, dann kann man innen rein ein Holz legen, reinkleben oder richtig verkeilen, feine Löcher bohren. Die Kerzen auch und Draht versehen, wie gesagt, Stumpenkerzen, drei Drähte, wie so ein Dreieck auseinandergesetzt, die kleinen hier einer und dann kann man die auch in das Holz einstecken, muss natürlich länger sein, ne, so lang, und das ausdekorieren, wie ich das hier mache. Und das ist jetzt erstmal meine Idee, um Kerzen zu befestigen. So, natürlich kommen wir auch zum Dekorieren. Ne? Nehme ich mir jetzt eins. Und dazu nehme ich ganz gern Moos. Man kann aber auch Futterheu nehmen und das ein bisschen kleiner schneiden und einbringen, einkleben. Ihr müsst nur immer extrem aufpassen. Es ist eine Kerze und das Zeug, was man hier verwendet, brennt gerne. Also aufpassen. Und Kerzen nie alleine lassen. Bei uns ist schon von klein, auch von den Kindern her, die Regel, wer als letztes aus dem Zimmer geht, macht die Kerzen aus. Und wenn es nur 2 Minuten auf die Toilette ist, Kerzen werden trotzdem ausgemacht. Und das hatten wir auch mal bei Freunden, weil da war es nicht so. Die haben sich das dann abgeguckt. Wir waren ja zu Weihnachten eingeladen und jeder hat dann irgendwann die Küche verlassen. Und der Letzte hat sich dann irgendwie festgequatscht und dann ist der Adventskranz abgebrannt und da hat der ganze Tisch schon in Flammen gestanden. Da hatten wir nur Glück, dass wir es noch mitgekriegt haben. So, hier sitzt das Moos drinne. Kerze sitzt sicher. Und jetzt habe ich hier noch eine Ranke vom Efeu. Die Kerze mache ich jetzt mal aus. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich, wenn ich darum hantiere. Nur eine Ranke. Und die will ich mir zum Mini-Kranz zurecht machen. Die wickele ich mir erstmal um die Finger. Blätter alle runter. Müssen wir ein bisschen nach hinten gehen. So, und dann fange ich an und wickel die ineinander. Das geht ganz toll mit Weide. Mit Efeu. Auch im Winter geht Efeu super. Himbeerranken, Brombeerranken ohne Dornen. Wilder Wein, Clematis ist super. Aber im Winter findet man meistens dann eher Efeu und der ist ja total einsetzbar für sowas. Und dann wickle ich mir das alles rundherum. Das ist jetzt nur eine einzige Ranke. Es gibt bei mir auch extra Videos, nur mit Grenzen, Naturgrenzen in ganz vielen Formen und Materialien für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mit Draht, ohne Draht. Upcycling, Strohrohlinge mit Heu und vielleicht könnt ihr mal gucken auf meiner Startseite in den Playlists. So, und jetzt habe ich so einen süßen kleinen Kranz fertig. Ausgefüllt habe ich sie jetzt. Auch ein bisschen fixiert mit Kleber. Kränzchen sind fertig. Und jetzt kommt die spezielle Deko noch dazu. Als erstes lege ich dann, nicht bei allen, aber bei den meisten, ein tolles Kränzchen ein. Kann man auch ganz toll als Nester dann verwenden. Für Ostern zum Beispiel. Und da hat man eine ganz tolle Grundlage und kann weiter drauf arbeiten.
So, das Kränzchen liegt. Hier habe ich jetzt Gräser, Koniferen, was so zu Hause war an Grünem, habe ich genommen. Nochmal einen Ast vom Lavendel. Kann auch noch einen zweiten dazu nehmen. Und das trate ich mir zu so einem kleinen Sträußchen zusammen. Das ist sozusagen mein Mittelpunkt vorne. Noch ordentlich abgeschnitten. Dann kann man es in den Kranz hinein wickeln, braten oder kleben. Das muss ich mal einen Moment Zeit lassen, damit es auch hält. So, und ich finde immer den Anfang nicht so schön. Deswegen habe ich mir hier mal einen Stern genommen. Den klebe ich da drauf. Und hier habe ich noch mal einen grünen und dann einen cremefarbenen ineinander gesteckt, so ganz locker, und die kommen auch noch dazu. So auf einer Seite. Und dann habe ich kleine Weihnachtskugeln, Silber, mag ich sehr, und auch mal so ein Petrol. Kann man machen mit zwei. Ja, machen wir mal zwei. Eine reicht dann auch manchmal. Und dann hat man auch ganz schnell noch sowas fertig. Man kann auch ein Schmuckbändchen dazu machen, wenn man meint, es reicht doch nicht, soll noch ein bisschen pompöser werden. Aber ansonsten ist es fertig. Und dann sage ich toll, dass du, dass ihr da wart, mit mir zusammen gebastelt habt in meiner Natur- und Blumenwerkstatt. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.